Okay, also Michael, Glückwunsch zum Gewinn der Qualifikation. Wie war das Springen aus deiner Sicht? Ja, sehr, sehr unfair. Es hat mal gar nicht geschneit, mal hat es extrem geschneit, mal war Rückenwind, mal war leichter Aufwind. Ich habe es sehr, sehr gut erwischt, das weiß ich auch, aber ich habe auch einen sehr schönen Sprung gehabt. Und das freut mich. Ich habe in Bracciolato voll in die Nassen gegriffen, da war ich 56. Da hatte ich keine Chance. Heute habe ich jetzt mal das Glück erwischt. Mein Gott, es ist Freiluftsport und ich freue mich drüber. Okay, Glückwunsch nochmal. Die Bedingungen sehr wechselhaft. Es müssen noch einige leiden, zum Beispiel Andreas Kückel hat es nicht geschafft leider. Der muss am Sonntag nochmal angreifen. Das heißt, es gehört auch ein vernünftiger Sprung dazu, oder? Ja, erstens ein vernünftiger Sprung, aber wenn die Bedingungen nicht passen und der Schneefall einfach extrem ist, dann ist es sehr schwer, dass man auch mit einem vernünftigen Sprung die Quali schafft. Gut, bei mir war es jetzt super, da freue ich mich drüber und ja, schade für einen Andi Küttel und schade für die Schweizer Fans hier, jetzt haben sie nur noch einen, der dabei ist, aber ich denke, der Andi Küttel wird am Sonntag schon zurückschlagen und wird dann zeigen, wie er Skispringen kann.